Ja, Tag zusammen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Als wir heute hier reingekommen sind, haben wir gedacht, mein Gott, wir waren gerade erst hier. Weil wir jetzt, ich glaube, insgesamt das vierte Mal schon hier sind. Und ich habe dann immer überlegt und der Veranstalter hat mir dann gesagt, wir waren vor 2 Jahren hier. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ne? So, ich habe gedacht, vor 2 Jahren, ich hätte gedacht, wir wären letztes Jahr hier gewesen, aber das ist ja... Wer war denn schon vor 2 Jahren hier? Oh, dann muss es euch ja gefallen haben. Ehrt uns sehr, ehrt uns sehr. Ich war auch hier, mir hat es auch gefallen. Ja, mit euch. Wir haben heute hier... Willst du meinen Sender haben? Jetzt haben wir alles so lange geprobt und Soundcheck und dann tut's das nicht. Naja. Aber wir sind ja Profis, wir sind ja gewappnet. Die schwarze Stadt ist kaputt, nimm doch einfach die schwarze Stadt. Kaputt. Das wird ja ein Abend. Die nicht, aber meine Lieblingsgitarre. Gut, wollen wir trotzdem anfangen. Die steht jetzt keiner, die sieht aus wie eine. Wir sind ja hier, um unser neues Album zu promoten, was What's Up heißt. Und deswegen wollen wir auch ein Stück von diesem aktuellen Album anfangen. Das heißt Lonesome King und das klingt so. Oh,
carry my soul. In every word I write, standing in the crowd, trying to get to you somehow. Drags me here. Nowhere I'd rather be. Yeah.
Dankeschön. Ich habe die Gitarre schon echt live bestimmt schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt und dann wäre vom Auftritt stimme ich die ja immer. Als ich die jetzt, glaube ich, gerade genommen habe, hat sie sich so erschrocken. Die war beleidigt. Das ist ein halbes Jahr. War das echt irgendwie verstimmt? Das tut mir leid. Also eben war so ein falscher Ton dabei, da habe ich gedacht, naja. Die ist verstimmt, die Gute. An euren Reaktionen merke ich, dass ihr das alle gehört habt. Warum? Der ist doch taub. Die Pete taub sind. Hä? Ja, mal ganz ehrlich, ich mache jetzt lange Musik, aber mit Pete Townsend hat mich noch nie jemand... Also irgendwie nicht, machen ist auch doof. Das kann auch nicht in meinen Armbewegungen liegen. Also, das kann ich gar nicht. Er hat die Gitarre so tief hängen, da könnte ich gar nicht spielen. Aber nichtsdestotrotz, das würde dem vielleicht auch gefallen. Ihr überhitzt zu früh. Ich kann ja eure Begeisterung verstehen. Ne? Und ich hätte auch weiterspielen können, weil ich habe das ja gelernt damals bei Bab. Ne? Wenn wir mit verdammt lang her angefangen haben, ne, musste ich immer das Tempo halten. Das war ja gar nicht so schnell, wie die Leute danken. Ne? Da war nur das Intro so, ihr kennt das ja alle. Und ich musste dann mit der Gitarre anfangen. Weißt du, das war immer so... Kennt ihr ja alle, ne? Und dann das Publikum immer so... Bop, bop, bop. Und ich stand immer alleine da und muss das Tempo halten. Der Schlagzeuger, alle gucken mich immer an und sagen, Klaus, und jetzt? Ne? Und Klaus hatte in seinem Kopf ein stoisches. Und ich habe dann immer sozusagen die Ohren zugemacht und habe immer gedacht, wie war das noch? Wacher, docker, docker, docker. Und dann, wenn wir bei der 1 waren, wo Schlagzeug eingesetzt hat, ne? Ey, da waren immer alle froh und haben dann gedacht, oh, danke dir. Hat geklappt. Also wenn ich sage, 1, 2, 3, 4. You have to speak it.
something, something they can get their hands on. Why don't you miss a thing? Everyone's longing for someone, but someone who's riding the same wave. Righteousness, a friend. Thank you.
Klassen. Wir waren ja schon mal hier. Matthias! 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 Und an der Gitarre Klaus Major Häuser! Dankeschön. Ich bin ja froh, dass ich das nicht mache. Danke, danke, danke. Nicht so viele, ja. Traurige Anlässe erfordern traurige Songs. Laut Klaus der traurigste, den er je geschrieben hat und ich betexten durfte.
Konzentriert zuhört. Das macht richtig Spaß zu spielen. Vielen Dank. Okay. Gestern haben wir in München gespielt. Das war so ein Laden, der heißt Backstage. Kennt ihr den vielleicht? Vom Namen, ne? Also wir kannten den nicht und wir sind dann da hingefahren. Und das war ein unfassbar großer Laden. Da spielten allein an dem Abend 4 Bands. Und ich muss allerdings dazu sagen, also wir waren ja, ihr wisst ja, was wir für eine Musik machen, die anderen Bands, die da gespielt haben, das waren alles so, wie nennt man die, so Heavy Metal, Crash Metal. Die klangen jedenfalls eine von denen wie 6 Bands. Das war dann total lustig, weil das Publikum kam ja so geschlossen dann da rein, die einen bogen links ab zu uns und die anderen bogen rechts ab oder so in die andere Halle. Dann habe ich da draußen eine geraucht und habe immer getippt, wer jetzt zu wem geht. Das war nicht schwer, es gab dann Dresscode. Eine lange Matte Aufnäher, Kutte links. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das war so dermaßen eindeutig, also die ganzen mit den Kunden und so, ne, die so auch so aussahen, wie so, die haben ja auch immer alle so T-Shirts an, wo irgendwie so böse Namen draufstehen. Und dann ganz ehrlich, und dann haben wir angefangen zu spielen und da saß so alles so, keiner mit Kutte, ich gucke mich um und habe die Geschichte erzählt, dass ich eben irgendwie gewettet habe mit mir selber, ob ich dann bei 100% liege, gucke mich so um. Ich muss euch sagen, ich lag bei 99%, einer mit so einer Kutte hat sich zu uns verirrt. Der war aber komplett ausgewachsen und etabliert, aber der hat sich das gehalten. Das Lustige war, dann habe ich gedacht, der hätte sich wirklich verirrt. Dann war das ein Bekannter. Ja. Nicht von mir, aber von Matthias. Und dann, nee, Matthias, also, dass er dich geheiratet will, dass er spart geblieben. So kaputt. Der arme Kerl war bestimmt stinkesauer, dass der mit seiner Frau zu uns musste und eben an die Post abgeht. Er hätte auch in die große Halle gehen können, da spielte Knorkator, kennt ihr die? Das war auch lustig. In diesem Sinne, wir haben gedacht, wenn wir schon so Geschichten erzählen, müssen wir wenigstens was spielen, was nicht so ist wie die letzte Nummer, sondern sowas hier. Yeah.
Das ist für uns auch immer ganz spannend, was da rauskommt. Es ist jeden Abend anders.
Das ist wie so ein Überraschungsei. Du weißt, du hast Spaß, Spiel, aber wann es wird, das weißt du. Bei uns ist jeden Abend Ostern und Weihnachten zusammen. Jedenfalls an der Bassgitarre, Sascha Delbo. Am Schlagzeug, Markus Wied. Das freut mich deswegen auch ganz besonders, dass euch sowas gefällt, weil sowas kommt heutzutage auch nicht mehr oft vor. Also im Radio kann man sowas auf jeden Fall nicht mehr hören. Selbst bei euch hier in der Gegend nicht, wo ich immer die ganze Zeit an den Plakaten vorbei gefahren bin. Eure Musik aus 4 Jahrzehnten und so. Und ja, so eine Musik stirbt ja auch aus. Also die gibt es ja nicht nur nicht mehr im Radio, sondern die gibt es ja demnächst bald überall nicht mehr. Und so Musik, wo man halt noch improvisieren kann, gibt es ja auch immer seltener. Aber nicht mehr, solange es uns noch gibt. Das ist ja heutzutage, also ich weiß das ja aus Erfahrung, da kommt ja die Hälfte immer vom Computer, wenn nicht sogar noch mehr. Und weil das so ist, wird das ja auch immer, kann man ja auch nichts mehr machen außerhalb der Reihe, weil das kommt, läuft ja dann einfach immer so weiter. Also muss man sich immer nach dem Computer richten, auch wenn der Mensch es vorher programmiert hat. Aber so spontan oder so kann man ja nicht sein. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei Coldplay bei uns im Stadion und da haben die Paradise gespielt und dann hatten die wohl so gedacht, wir lassen das Publikum so 3-mal singen. Beim 4. Mal sind die voll dabei und dann steigt die Band wieder ein. Ne? Ich sitze da im Publikum, 60.000, erste Refrain, lass das Publikum singen, singt kaum einer mit. 2. Mal ging so. Und dann, wo ich gedacht habe, so jetzt noch 2 Mal, das wäre total geil, da wird das ganze Stadion singen, ging nicht. Weil da mussten die ja weiterspielen, war alles so vorprogrammiert. Und so Sachen habe ich halt schon oft erlebt. Und das ist ja auch so, dass viele Leute, auch, ich verstehe das sowieso nicht, aus unserer Generation anscheinend ein bisschen auch den Spaß daran verloren haben, Musik zu machen. Und zwar merke ich das daran, dass die alten Herrschaften, es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber die meisten machen ja überhaupt keine neuen Platten mehr. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso Phil Collins auf Tournee kommt wieder, ohne dass er überhaupt Spaß dran hat, nach so vielen Jahren mal wieder ein paar neue Lieder zu spielen. Weil er seinem Tod ins Auge blickt, die Tour heißt Ain't Dead Yet. Ja, dann ist es auf ja Deutsch übersetzt, da kommt noch was. Kein Scherz, schon Rolling Stone. Englischer Titel Ain't Dead Yet, also noch lange nicht tot. Und dann Übersetzung, da kommt noch was. Da musst du auch erstmal. Das ist keine Übersetzung. Die haben in Deutschland gedacht, das würde sich so besser verkaufen. Das ist pietätlos, ne? Wenn der alte Mann sagt, da hast du keine Ahnung von. Das haben die ja, stimmt. Wenn ich da Ahnung von, würden wir uns besser verkaufen. Ja, genau. Und das ist halt so. Und da gibt es natürlich tausend andere Beispiele. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Phil Collins in Köln so die guten Karten, wo man noch was sieht, 350 Euro kosten. Ich kann auch euch erzählen, Fleetwood Mac sind ja auf Tour gegangen. Da habe ich gedacht, super, die haben da mal Bock und machen eine neue Platte. Haben sie auch nicht gemacht. Haben in Köln gespielt, Karten 250 Euro. Und haben nicht gespielt, der Block, ne? Eine. Und dann haben die gespielt, damit haben sie auch Werbung gemacht, dass sie nochmal Rumors live spielen, komplett, falls ich ja nichts dagegen habe. Weil, aber zu der Zeit war ich selber noch in der Schule. Und klar, will man immer so die alten Sachen gerne nochmal hören, das kann ich ja auch verstehen. Ich verstehe, wie gesagt, nur nicht von Musikerseite, dass man keine Lust hat oder so den Output hat, dass man einfach auch mal was Neues spielen will. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also wie die Rolling Stones ein Leben lang Satisfaction spielen, das könnte ich nicht. Und wenn immer werde ich dann gefragt, warum ich bei Bab aufgehört habe, einer der vielen tausend Gründe war, dass ich keine Lust hatte, mein Leben lang immer nur Fernand Langer zu spielen. Ich habe nichts gegen das Stück, ich habe überhaupt nichts gegen das Stück, aber ich weiß ja, wovon ich rede. Ich mache ja immer noch Radiosendungen, weil ich ja irgendwie Promotion machen komme. Wir sagen ja immer, heute Abend zu Gast Klaus Häuser, was läuft, Fernand Langer. Und zum Schluss sagen sie dann immer, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Was läuft? Hey, du kannst zaubern. Und wenn ich dann Glück habe, sagen sie zwischendurch mal, dass ich in den letzten 5 Jahren 5 Alben gemacht habe mit dieser Band. Und dann bin ich schon glücklich. Und wenn sie eine Nummer laufen lassen, kommen meistens danach die Nachrichten und sagen die Sprecher immer zu mir, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nach 1,50 ausblenden muss. Aber es, irgendwas ist dann immer. Das ist jetzt wirklich so. Und deswegen... ich habe halt immer noch Spaß, vor allen Dingen mit dieser super tollen Band neue Sachen zu machen. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt. Und was ich auch gar nicht verleugnen will, aus welcher Generation ich bin, auch gar nicht so tun wollte, als würde ich die Musik verändern wollen. Und gar nicht so tun will, als hätte ich keine Vorbilder. Ich spiele mir jetzt ein Stück, das habe ich zwar komponiert, aber es klingt nach meiner Jugend.
Thank you.
trying not to show. My heart bleeds, but it still beats just for you. Vielen Dank.
Take you.
Wind is blowing through the trees. Yeah, you opened up. You raised the family. Thank you.
Dress so tight, she's sharp as a knife, a cold light.
Oh,
got the strength to even climb that ladder. You're feeling lost, all out of faith. You can't stand your own life anymore. But you're much too young to feel as old as me. I see your girl. Yeah.
Dankeschön. Dankeschön. Am Schlagzeug, Markus Lee. Seit meiner Jugend und seiner und unserer aller Jugend unfassbar schöne Stücke schreibt. Das hat ja auch gestern was mit Liebe zu tun. Mir ist dazu unheimlich leicht fällt, Texte zu schreiben, wenn das für mich unbedingt mit Emotionen zu tun hat. Und das, was er schreibt, da kriege ich immer Entenpelle bis Meppen, sagen wir bei uns. Ne? Wie das hier bei euch ist, weiß ich nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Deshalb fällt es nicht schwer, Texte dazu zu schreiben. Und dann fühlt es sich so an wie aus einem Guss, als wären seine eigenen Songs. Das waren schon immer meine Songs, obwohl der die geschrieben hat, früher wie heute. Ja? Geht euch auch so? Und meiner Meinung nach der einzige deutsche Rockgitarrist ist, den man am Ton erkennt. Und einfach, ihr wisst, wie es ist, wenn man als Erwachsene Leute kennenlernt, mit denen man die Leidenschaft teilt und den Beruf und alles Mögliche. Und dann hatte der die unfassbar netten Kerle dabei und da war es nicht schwer zu sagen, hey, gemachtes Nest fühlt sich super an. Und das alles, weil es aber seine Handschrift trägt. Menschlich, musikalisch und auch sonst. Klaus Major Häuser. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Man muss es sagen, wie es ist. Er hasst es, aber Klaus Major! 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 Danke. Das war zu viel. Ich weiß nicht, ob ich heute ins Hotel kommen darf, aber Major! Major! Ja, vielen herzlichen Dank. Ihr müsst euch nicht wundern, dass jetzt irgendwie gar nichts passiert, außer dass wir jetzt eine Zugabe spielen. Die wundern sich nicht, wir waren schon dreimal hier. Die Alten, die kennen das ja, ne? Dass wir gar nicht von der Bühne gehen, sondern wir befinden uns sozusagen jetzt mitten in der Zugabe. Wir machen das immer so auf die Gefahr hin, dass keiner alleine haben will. Ist auch noch nie vorgekommen, ganz ehrlich. Wir machen das auch deswegen, weil wir das einfach albern finden, weil ihr seid ja auch nicht mehr die jüngsten und erfahrenen Konzertbesucher und ihr wisst ja ganz genau, wenn ich, so habe ich das nicht gemeint, ich meinte nur, ihr müsst im Alter von 10 Jahren das erste Mal zum Konzert. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Das ist ja so, ihr wisst ja als erfahrene Konzertbesucher, dass man, wenn man im Konzert ist und das Konzert zu Ende ist und dann das Licht angeht und die Musik angeht, dann ist das Konzert zu Ende, dann weiß man, kann man nach Hause gehen. Wenn die Band von der Bühne geht und das Licht nicht angeht und auch
keine Musik läuft, dann kann man 100% sicher sein, dass die nochmal kommen, außer das sind Arschlöcher. Und deswegen haben wir gedacht, wir lassen das alles weg, so mit dem Klatschen und so. Meistens, also hier wäre es sogar gegangen, weil hier ist der Backstage-Bereich wirklich hinter der Bühne, aber in den meisten Clubs, wo wir spielen, wäre das nämlich so, dass wir dann quer durchs Publikum irgendwo dann 8 Stockwerke höher irgendwo hinlaufen müssen. Da würden wir euch ja gar nicht klatschen hören. Das Risiko ist uns zu groß, deswegen bleiben wir immer direkt auf der Bühne. Ich wollte euch noch wirklich... Ich würde von ganzem Herzen für diesen schönen Abend danken. Wir waren jetzt 3 Tage unterwegs und ich kann sagen, das war das Schönste von allen. Ja. Also was ich schwöre euch, das hat er gestern nicht gesagt und vorgestern auch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen beiden Tage schlecht waren, um Gottes Willen, aber hier hat halt einfach alles gestimmt, also vom Laden, von den Leuten, die hier arbeiten, wie man willkommen ist und so weiter, hier uns willkommen heißt. Das Publikum war eigentlich immer gut. Es gibt natürlich Unterschiede. Ja, wie, ey, pass mal auf, hier habt ihr es immer gut. Erstmal sind ganz viele da, die auch schon vor 2 Tagen waren. Deswegen kann ich das nicht sagen. Außerdem, ihr gebt euch ja sowieso immer alle Mühe, was ich mehr so meine. Es gibt zum Beispiel Lokale oder irgendwie, wo wir dann hinkommen und wir wollen dann aufbauen, da ist da kein Mensch. Und du denkst immer so, stören wir. Und wenn ihr dann fragst, habt ihr mal einen Kaffee? Ja, in 3 Stunden oder so. Deswegen, und hier ist das alles so dermaßen nett und da fühlt man sich so willkommen, dass es uns natürlich auch einen riesengroßen Spaß macht, hier zu spielen und wir kommen ganz bestimmt wieder. Nicht zuletzt, wenn man von Hause frisch bekocht wird. Das andere ist, ihr habt ja eben also gesagt, das war der schönste Tag, habt ihr ja geklatscht und das war ja nicht für mich oder für uns hier, sondern das war ja für euch. Jetzt wisst ihr mal, wie das ist, wenn man sich so beklatscht wird. Ne? Was für ein Gefühl war das eigentlich so? Wow, ne? Dann, wie gesagt, wollte ich noch sagen, wenn ihr weiter verfolgen wollt, was wir so machen und wann wir dann zum Beispiel wieder mal hier nach Karlsruhe kommen, das dauert jetzt natürlich sehr wahrscheinlich wieder 2 Jahre, weil wir ein neues Album und so irgendwann wieder machen wollen und dann wieder die Tour von vorn und die dauert ja sowieso noch bis zum Sommer. Aber wir kommen ganz bestimmt wieder. Wie gesagt, das könnt ihr im Internet machen und zwar unter www.häuserband.de könnt ihr verfolgen, was wir machen und das ist einfach zu merken. www kennt ihr, Häuser bin ich, die Band, das sind wir und .de, das seid ihr. Und da könnt ihr dann mal reingucken, da haben wir auch immer ein Gästebuch, wo wir uns immer sehr freuen, wenn da einer was Nettes so reinschreibt, weil wir sind ja relativ selten in Karlsruhe und treffen selten Leute auf der Straße, die mal beim Konzert in Karlsruhe waren. Und ihr müsst für Karlsruhe die Lanze brechen, weil wir freuen uns wirklich immer, wenn einer was reinschreibt, meistens ist keiner. Dann spielen wir jetzt ja unser letztes Stück, wie ihr ja wohl schon vernommen habt und... Da gibt es eins, das hat bei der letzten Tour, haben mich ganz viele Leute nach dem Konzert immer darauf angesprochen, ob wir im neuen Programm auch dieses Stück spielen würden. Habe ich mir überlegt, habe ich gesagt, super Idee, auch schon wegen dem Titel. Dann kann man super als letztes Stück spielen, das Stück heißt Last Favorite Song. Das haben sich ganz viele Leute gewünscht und deswegen wollen wir den Abend auch damit beenden. Ich danke mich nochmal herzlich, auch im Namen von uns allen, für euer Kommen und ich hoffe sehr, sehr, dass wir uns nochmal wiedersehen. Schönes Wochenende. Thank you.
hold you near. Can't fail.